Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Und heute geht's hoffentlich in die letzte Mission. Ich glaube, diesmal bin ich mir relativ sicher. Und es geht nochmal darum, die Damen und Herren Pendleton, Havelock und wie ist der andere? Martin Trevor oder so, zu neutralisieren. Machen wir es mal ein wenig weniger melodramatisch. Ich habe mich ein wenig über die Mission informiert im Vorfeld. Das muss ich dazugeben. Allerdings nur, weil ich mal wissen wollte, wie dieses Chaos-System sich denn auf die Mission auswirkt. Und sagen wir es mal so, als ich die Mission das letzte Mal gespielt habe, hat es hier geregnet, es war Nacht und die scheiß Soldaten waren von Samuel gewarnt worden. Da hatte ich einen hohen Chaos-Faktor. Jetzt ist nicht Nacht, sondern es ist schön sonnig und die Soldaten wissen eigentlich relativ wenig. Das heißt, das ist der niedrige Chaos-Faktor, den wir scheinbar haben und von daher würde ich sagen, wir friemeln uns jetzt hier durch und dann geht's in die DLCs, meine Damen und Herren. So, erstmal schleichen wir uns hier ein bisschen durch. Ich habe zugegebenermaßen, ich habe einen Speedrun von der Mission gesehen. Ich glaube allerdings nicht, dass mir der jetzt viel nutzen wird, weil erstens ist das 5 Tage her. Also mittlerweile ist es 2019. Erstens ist das 5 Tage her. Und ja, zweitens war das so ein Speedrun der Marke. Technically passt das, aber umsetzen werde ich so nicht, weil das war halt ein Full Collectible Run, ne? Und ich habe hier vieles gemacht in diesem Let's Play, aber ich habe nicht viele Collectibles mitgenommen. Insbesondere war es mir immer relativ schnutzi, ob ich denn alle Münzen habe oder nicht und so einen Scheiß, ne? So, da müssen wir rein. Und ich habe das Gefühl, wir werden diesen Weg hier über das Wasser nehmen. Ich habe keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Gucken wir jetzt erstmal F5. Gucken wir jetzt erstmal hier ein bisschen den ganzen Kram an, was hier so an Wachen rumschwadroniert. That was too close for my Geschmack. Ja, und ich denke mal, also da oben müssen wir hin. Das ist so das langfristige Ziel. Und dafür müssen wir. Boah, Entschuldigung. Dafür müssen wir erstmal da hinten rein. So, ich wollte mir jetzt angucken, wie das hier aussieht. Also, das scheint eine Wache zu sein, die da patrouilliert. Ich glaube, das ist halt vielversprechender, als hier sich durch den schwer bewachten Bereich zu kämpfen. Das ist, glaube ich, hier vom Hafen sich zu nähern. Ich möchte jetzt nur wissen, wie lang die Route ist, die der Typ hier läuft. Weil bei allem Spaß muss ich erstmal darüber kommen, ne? Was genau geht hier gerade ab? Achso, du gehst gerade ab. Da laden wir lieber nochmal neu und gucken erst, dass dieser scheiß Turm wegkommt. Wenn ich jetzt springe und dann teleportiere. Was glaubt ihr, wird passieren? Hey! Das hat ja sogar geklappt. Da hätte ich jetzt tatsächlich selber nicht mit gerechnet. Mensch. Darauf ein Quicksave. Könnten auch einen Betäubungsbolzen ausgeben. Für den Typen, weil dann haben wir quasi die Schleicherei hier weg. Aber ich glaube nicht, dass der irgendwie beobachtet wird. Okay, auch der Papi. Im übertragenen Sinne. Wir räumen trotzdem ein bisschen auf, ne? Wie gesagt, der Speedrun, den ich gesehen habe, der war jetzt nicht wirklich aufschlussreich über wie dieses Level in sich funktioniert.
ihr seid doch alle blind. Was liegt hier nur rum? Pistole und ein Mana-Eglix. Dringend Dinge, die ich nicht brauche. Ist schon mal einer gewesen. Wir bleiben erstmal ein bisschen hier unten. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist gerade weniger Gefahr an sich. Eventuell ist hier unten eigentlich auch einfach kein Weg. Wenn ich das richtig sehe, exakt einer, ne? Mal wieder ein F5. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Wir ignorieren den jetzt einfach mal größtenteils, ne, weil das ist ja relativ egal, ob er ausgeschaltet wird, er wird ja gleich hier nochmal vorbeikommen. Dann können wir das ganz entspannt tun. Ja, das da oben ein Problem sein. Dem Ganzen schon mal provisorisch noch einen Speicherstand. Weil ich nicht weiß, wie sich die beiden hier oben im Verhältnis zueinander interagieren. Scheinbar war es nicht ganz die gleiche Höhe. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, das glaube ich. Gut, im Umkehrschluss hier wird ihn keiner suchen, ne? So, jetzt können wir wieder ein bisschen mehr und ausgiebiger reden. Meine Damen und Herren, ich habe wieder einen schweren Fehler gemacht. Ich habe wieder angefangen aufzunehmen, ohne vorher aufs Tor zu gehen. Ich cutte. So, weiter geht's. Ich sehe Probleme. Erstmal drücke ich jetzt hier F5, weil die Aktion hat ja jetzt geklappt. So. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Ja, natürlich.
habe das Gefühl, diese Ratten da sind nicht zum Spaß platziert. Die können wir vielleicht nutzen. Dann brauche ich hier nicht den Maintenance Access. Können wir den wieder zumachen? Scheinbar nicht. Schade. Nein! That was the falsch one. Wisst ihr, was ich sagen will, oder? Einigermaßen sich geschützt. Einmal kann ich mich nicht durch diesen schönen Zaun durchteleportieren. Guck mal nicht hier hin, Schatzi. Guck mal nicht hier hin, sag ich. Ja, wobei der Moment eigentlich hier gar nicht so schlecht ist, ne? Ich gebe dem Ganzen jetzt mal einen offiziellen neuen Speicherstand, ne? Ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Ja, in der Tat, das glaube ich. So, schon mal ein Problem weniger. Torhaus oder Torhausentwässerung? Sag mal Ziele hier. Betritt das Torhaus. Ach, wahrscheinlich muss ich da mit dem Ding hoch. Ah, ja. Okay. Das sagst du doch gleich. Boah, geil, ich könnte noch Zeitverlangsamung kaufen. Super. Ganz klasse. Habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht, aber ist auch noch nicht. Ich könnte übrigens auch Menschen übernehmen, ne? Das könnten wir natürlich noch mal nutzen, irgendwie. Ich weiß nur noch nicht wie. So, 5 und weiter.
erstmal ein bisschen rausfinden, wie diese drei Wachen zueinander interagieren, ne? Sag mir, wenn du wieder um die Hunde spielen willst. Nicht jetzt, bitte. Was gesehen? Was ist denn falsch mit der Steuerung heute? Du stehst hinter dem und kannst ihn nicht kannst ihn nicht erwürgen. Ganz ungünstig, wenn nicht der scheiß Teleport ausgeführt ist. So. Vier Wachen, Entschuldigung. Ich muss mich ein wenig revidieren. Dann kommt auch noch einer aus der Tür raus. Nee, wie ist das alles schön, ey. Ich brauche gleich noch zwei Betäubungspfeile. Absolut die richtige Entscheidung. Heulst du noch immer wegen des Würfelspiels? Du bist so ein Hitzkopf. Hilf mir doch jemand! Okay, das wird gesehen. Kann ich nachvollziehen? Aber woran liegt's? Wahrscheinlich dann Ottilie da oben, ne? Wenn du aus der Deckung hervorlust, kannst du nicht entdeckt werden. Okay, das funktioniert so nicht. Müssen wir das strategisch anders machen, ne? Ja, man soll die Leute ja auch lesen lassen, wenn sie wollen, ne? Ob das irgendwie problematisch ist, die Leiche hinzulegen, mit dem Bewusstlosen. Oder ob ich hier gesehen werde, so und so. Ich kann mich schneller bewegen als die Leiche. Weil es ja keine Leiche ist.
Wer hast du das denn jetzt gemacht? Hey, schuldest du mir nicht einen Drink? Nicht jetzt, bitte. So, hier haben wir gute Erfahrungen gemacht. Dauert jetzt zwar ein Momentchen länger, bis wir da hinten rein können, aber ich glaube, das ist es wert. Und dafür können wir das hier ganz entspannt und in Ruhe machen. Ich drücke mal F5. Ist sie da oben? Die neue Kaiserin? Sie kam vor ein paar Tagen an, ist aber sehr verschlossen. Muss unter Schock stehen. Wie sie wohl so ist? Nur ein Kind, würde ich sagen. Stell dir vor, ein Kind zu sein. Und ein paar Jahre später sagen sie dir, du herrschst jetzt über ein Kaiserreich. Was da? Ich? Alte Rechnungen begleichen. Und Gebäck von einem Laden auf dem Clevering Boulevard ordern. Viel davon. Irgendwie schon menschlich, ne? Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. Ah, diese beschissene verdammte Schritt für Schritt. Ich denke mal, das wird alles funktionieren, was wir hier so grob im Kopf habe. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir jetzt noch überhaupt aufnehmen müssen. 5-6 Minütchen noch, dann ist die halbe Stunde wieder voll. Ich drücke nochmal F5. Na guck mal, haben wir sogar aus Versehen die Rune noch gefunden. Ach. Ist das nicht hier richtig, was, wo ich bin? Ach Scheiße. Jetzt machen wir nochmal. Ich wollte keinen umbringen. Nicht mir noch fern. Trotzdem nicht die Rune jetzt mit. Kriegen den hier auch runter, das ist auch kein Problem. Ne? Es ist ja nur so, dass ich nicht ins Wasser fallen darf, weil dann ertrinkt mir der und ich möchte ja nicht aus Versehen so eine Nebenwirkung haben. Weil ich möchte ja hier drin jetzt eigentlich keine ermorden, weil das sind ja alles Menschen, die nichts dazu können, dass sie hier Dienst schieben müssen. Die haben sich halt irgendwo mal dafür entschieden. Und dann fände ich es irgendwie ein bisschen unfair. So, komm du Schabel.
Das kann doch nicht so lange dauern hier. Hallo. Wollten wir mal Küste spielen. Nee, ist auch egal. Ist schon abgelaufen. Geht doch. So, jetzt muss man nur noch überlegen, wie wir da reinkommen. Und wo das eigentlich genau ist. So ein Aspekt, den ich an der Sonat sehr mag, es macht sowas nicht auf Zeit. Du glaubst auch, du hättest was gesehen, ne? Kleiner Bastard. Ey! Das Klein nimmst du zurück? Glaubst du denn, wer du hier bist? So. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Wir machen doch noch eine Folge dran. Es dauert halt länger als in Speedruns, ne? Man darf das nicht unterschätzen. Ne? Man ist halt nur ein Durchschnittsspieler. Und nicht jemand, der die Level auswendig kennt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich mit der finalen Folge von Dishonored. Und dann geht's in die DLCs. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.